Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal mit Part 2 zu statischen Typenchecks in Python durch Contracts. In dem Video eben, das findet ihr auch unten nochmal verlinkt, so wie die Playliste, wo beide Videos drin auftauchen, haben wir das Konzept der Contracts kennengelernt. Und wie wir zum Beispiel hier haben wir auf den größten gemeinsamen Teiler die Contracts mal losgelassen. In diesem Video soll es jetzt um ein weiterführendes Feature gehen. Also nicht nur um den Typencheck als solchen, wobei wir ja auch schon im letzten Video über reine Typenchecks hinausgegangen sind, indem wir hier zum Beispiel gefordert haben, etwas soll auch positiv sein. Aber jetzt möchten wir double down, möchten jetzt diese Contracts ein bisschen weiter treiben. Und meine persönliche Hauptmotivation, mich mit Contracts jetzt jüngst auseinanderzusetzen, war eigentlich ein schon lang gehegter Wunsch, über den Makel der Typenannotation hinaus genauere Vorgaben machen zu können in Bezug auf NumPy-Arrays. Scrollen wir einfach mal runter und schauen es mal an. Hier haben wir ein erstes Beispiel. Ich kann, wenn wir jetzt mal den Contract außen vor lassen, durch Typenannotation nur sagen, etwas soll ein NumPy-Array sein. Jetzt kann ich noch, NumPy hat dort ein eigenes Typing-Modul, noch zusätzlich zum Besten geben, dass das ein Array sein soll, dessen Feldeinträge vom Typ NumPy-Float64 sind und solche Späße. Aber viel wichtiger als das finde ich ja eigentlich Informationen über den Shape. Also mir ist viel wichtiger, dass ich sagen kann, ein NumPy-Array soll ein eindimensionaler Vektor sein. Oder eine 2x2-Matrix. Oder eine rechteckige Matrix. Oder zwei Vektoren wie hier x und y, die als Argumente von f angenommen werden, sollen nicht nur beide eindimensionale Vektoren sein, sondern darüber hinaus auch noch von derselben Länge, damit diese Addition hier unten überhaupt Sinn ergibt. Und all das bietet mir normale Typenannotation nicht, wenn ich nicht irgendwie umständlich in Strings mich ausdrücken möchte. Ich habe jedenfalls keine vereinheitlichte Herangehensweise, dies zu erreichen. Aber Contracts können hier weiterhelfen. Also haben wir hier zum Beispiel ein Contract. Bauen wir das mal einfach von Grund auf uns langsam hoch. Dazu möchte ich vielleicht das Beispiel hier oben und das Beispiel, das wir uns auch gleich anschauen werden, mal kurz auskommentieren, damit wir uns auf dieses Beispiel hier fokussieren können. So, und das hier lassen wir mal auch kurz außen vor. So, ich habe jetzt also einen Vertrag und sage, x soll etwas sein, das ein Shape hat. Und dieser Shape soll so beschaffen sein, dass er der Länge 1 ist. Also es soll ein eindimensionaler Vektor sein, der Länge n. Was ist n? N ist beliebig. Also es ist mir egal, wie lang der Vektor ist, aber primär erstmal, es soll aber ein eindimensionaler Vektor sein. Wenn ich jetzt hier unten also hingehe und mache aus x zwangsweise einen zweidimensionalen Vektor, ja, das ist jetzt explizit ein Zeilenvektor in der Schreibweise von NumPy, dann bekomme ich ein Contract Shape Error, Shape Len Mismatch, also der erwartete Shape hätte der Länge 1 sein sollen, aber der reingekommen ist, ist der Länge 2. Um hier vielleicht den Verstoß noch ein bisschen klarer herauszuarbeiten, machen wir doch aus dem Zeilenvektor mal explizit eine Matrix mit zwei Zeilen und drei Spalten. Und jetzt ist es, der Fehler bleibt derselbe, aber jetzt ist vielleicht auch ein bisschen klarer, was die Natur des Fehlers ist und warum das ein Fehler sein muss oder warum das ein Fehler sein soll. Spricht nichts gegen Vektoren, es spricht nichts dagegen, Vektoren auszudrücken über einen explizit als Zeilenvektor. Sogar das kann ich ganz gut hier oben. Ja, da kann ich sogar hier explizit ausdrücken, kann ich sagen, okay, ich möchte wished shape. Und my wished shape ist 1, n. So. Und zack, schon habe ich keinen Fehler mehr.
weil jetzt x genau dazu passt. Wenn ich jetzt aber wieder eine Matrix draus mache, zack, dann bekomme ich natürlich wieder mein Fehler, Contract Shape Error, aber diesmal kein Längenmismatch, sondern ein Entry Mismatch, weil der Shape hat durchaus die richtige Länge, nur eben vorne hätte eine Zeile sein müssen, jetzt sind es aber tatsächlich zwei. So. Aber ja. Jetzt kann ich nicht nur x, sondern eben auch zum Beispiel y natürlich auch. Jetzt kann ich natürlich auch y entsprechend beschränken. Also hier übrigens bei Offshape, man sollte da Tupel oder Listen eingeben. Oder wenn man tatsächlich keine Einträge mit Integer fest vorgeben möchte, dann kann man auch Strings übergeben. Dann wäre das also ein eindimensionaler Vektor der Länge n und dann wäre das eine Matrix mit n Zeilen und m Spalten und so weiter und so fort. So, führe ich nochmal aus. Gibt es natürlich einen Konflikt, weil mein x immer noch mehrdimensional ist. Das nehmen wir weg. So gibt es keinen Konflikt mehr. Dann nehme ich von y jetzt einen Eintrag weg. Da kommt jetzt ein Fehler. Allerdings ein Value Error, kein Contract Value Error. Das ist ein Fehler, den hat NumPy geworfen. Warum? Naja, der Contract verlangt, dass x ein eindimensionaler Vektor ist. Das ist er auch. Und dass y ein eindimensionaler Vektor ist. Das ist er auch. So, jetzt für unser Auge steht hier n, steht da n. Das klingt für uns plausibel, dass das dasselbe n sein soll. Das weiß Python jetzt allerdings noch gar nicht. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich muss mir die Vertragsinstanz einmal abholen, hier zum Beispiel mit dem Walrus-Operator. Und dann kann ich halt eben, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sage ich stelle y unter den exakt selben Vertrag und jetzt bekomme ich einen Contract Shape Error, weil er mir jetzt sagt, ich habe einen Vektor der Länge 3 erwartet, aber einen der Länge 2 bekommen. Jetzt ist mein y einfach zu kurz. Na, dann verlängern wir es jetzt wieder und zack, alles ist schick. Die Alternative zu ich stelle und y unter dem exakt selben Vertrag ist, ich stelle y unter dem gleichen Vertrag, übergebe hier aber als Memory-Objekt die Memory vom N-Shape, also vom Vertrag, den ich auf x gelegt habe. Das wird gleich noch wichtig, dass ich das tun kann beim letzten Beispiel. So, aber jetzt habe ich es wieder vertraglich abgesichert. X ist also ein Vektor, ist ein eindimensionaler Vektor. Y ist ein eindimensionaler Vektor und beide sollen sie dieselbe Länge haben. Das heißt also, solange ich gleichzeitig zwei Vektoren der Länge 3 eingebe, ist das okay. Und wenn ich gleichzeitig zwei Vektoren der Länge 2 eingebe, dann ist das auch okay. Eben nur, wenn ich dann anfange zu mischen. Das gibt mir dann ein Contract Error, genauer in diesem Fall ein Contract Shape Error. So, das ist das erste Beispiel. Schauen wir uns das zweite praxisnähere Beispiel an. Wir haben hier die Solve-Funktion hier oben von SciPy-Linac Solve. Das ist eine Funktion, um lineare Gleichungssysteme zu lösen. Das heißt also, finde ein x, sodass a mal x b ist. Und nicht wundern hier, das Add ist die Python-Schreibweise einer Matrix-Multiplikation. Ja, also das ist A Matrix multipliziert mit X soll B ergeben. So, genau, also wir haben jetzt also eine Lean-Solve-Funktion, die eigentlich nur ein Wrapper um die Solve-Funktion ist. Das geht ja hier auch nur zu Demonstrationszwecken. Die Lean-Solve-Funktion nimmt ein Array A an und ein Array B. Ich nehme mal hier die Contracts nochmal weg und hier ist jetzt, wo ihr vielleicht meine Schwierigkeit, die ich mit dem bisherigen Typing-System in Python hatte, vielleicht nachvollziehen könnt und die hier ein bisschen besser heraustritt. So wie das hier dasteht, kann man kaum ausmachen, was der Unterschied strukturell zwischen A und B sein soll. Von der Idee her ist A eine Matrix mit gleich vielen Zeilen und Spalten und B ist lediglich ein Vektor, damit ich hier hinten mein lineares Gleichungssystem definieren kann. Aber der Typenannotation nach scheint das so zu sein, als wenn A und B dasselbe ist. Oder derselben Art. Aber nein, das sind sie nicht. Also können wir auch hier wieder Contracts drauflegen und jetzt genauer annotieren. Okay, A ist of Shape.
Im einfachsten Fall, einfach habe ich ja vorhin gesagt, einfach ein String, nn. Oder wenn man es genauer haben möchte, könnte man jetzt hier vielleicht noch hingehen und sagen, so Matrix Shape ist n, n. Und dann kann ich hier reingehen und sagen, so Matrix Shape. So A ist of Shape Matrix Shape. Und hier sagen wir Vector Shape ist, und legen also hier auf B vertraglich drauf die Bedingung, es sei ein Vector Shape. Und damit haben wir jetzt schon erstmal viel gewonnen. Die Funktion ist ausführbar. Hier haben wir also eine Matrix, hier haben wir einen Vektor für die rechte Seite und SciPy hilft uns, die Lösung zu berechnen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wenn jetzt die Matrix ist 4 kreuz 4, 4 Zeilen, 4 Spalten und B ist irgendetwas anderes als ein Vektor der Länge 4, dann hat die Vertragssituation, wie sie gerade formuliert ist, damit kein Problem. Aber natürlich bekommen wir einen Value Error, der von der Funktion Solve geworfen wird. Das ist schlecht. Das möchten wir lieber vorher abfangen. Das soll nicht in Solve passieren. Das soll eigentlich schon beim Aufruf der LeanSolve-Funktion selbst passieren. Wie schaffen wir das? Und jetzt kommt, was wir bei dem anderen Beispiel eben gerade andeutungsweise ja schon mal gesehen hatten. Wir können hier also auch wieder hingehen und mit dem Walrus-Operator zum Beispiel uns die Vertragsinstanz von A klauen und können jetzt hier sagen, dass der Offshape-Vertrag von B und der Offshape-Vertrag von A sich die Memory teilen sollen. Und jetzt bedeutet das was, dass hier überall n steht. Bis eben war das n für den Vector-Shape etwas anderes als die beiden n's für den Matrix-Shape, weil die beiden Verträge nichts voneinander wussten. Jetzt wissen sie voneinander und jetzt legen sie ihre Interpretation zusammen. Und jetzt bedeutet, dass hier überall n steht, dass alles von der gleichen Dimension sein muss. Also gleich viele Zeiten, gleich viele Spalten, gleich der Anzahl der Elemente im Vektor B. Und das heißt, wir bekommen jetzt keinen Value Error, sondern einen Contract Shape Error, weil er uns sagt, für B hat er 4 Einträge erwartet, aber eben nur 3 bekommen. Ach, huch, hoppsala, kein Problem. Dann hängen wir eben hier halt wieder was dran. Jetzt erfüllt wieder alles seine Verträge. Wunderbar. So, auch hier können wir jetzt natürlich, wie es ja auch vorher war, bevor ich die Contracts aus dem Beispiel rausgelöscht habe, auch das Return nochmal belegen. Mit dem Vektor Shape. So, N-Shape. Das heißt, jetzt brauchen wir uns hier den Walrus Operator nicht mehr zu glauben, sondern stattdessen sagen wir jetzt, der Offshape-Vertrag von A soll sich die Memory teilen mit dem Offshape-Vertrag für das Return. Und in gleicher Weise machen wir dasselbe natürlich auch in B. So. Hier vielleicht würde ich einmal Klammern drum packen, um die Eindeutigkeit bei der... Achso, er erwartet hier 2 leere Zeilen, bitte soll er sie haben. So, genau, um die Eindeutigkeit der Lesbarkeit ein bisschen zu erhöhen. Jetzt führen wir das Ganze wieder aus und zack, gibt es kein Problem. Jetzt haben wir also vertraglich festgelegt, dass die Anzahl der Zeilen von A und die Anzahl der Spalten von A und die Anzahl der Einträge in B alle gleich sein sollen. Plus, das, was auch immer die Solve-Funktion als Return-Argument zurückgibt, soll auch nochmal genauso viele Elemente haben wie B oder Anzahl an Zeilen in A, Anzahl an Spalten in A und so weiter und so fort. So, das sind die 3 Beispiele. Das eine Beispiel war aus dem ersten Video, das habt ihr vielleicht da vorher schon gesehen. Also jetzt haben wir die 2 Beispiele in Bezug auf Arrays durchgesprochen. Gucken wir noch ein letztes Mal in die Contracts-Klasse selber rein. Da haben wir in dem anderen Video einen Blick reingeworfen und sind bei isNonNegativeInt stehen geblieben. Nur nochmal zur Erinnerung, es gibt hier oben also eine Decorator-Klasse Contracts, die im Wesentlichen dafür da ist, alle Contracts einmal auszuführen. Und jetzt hier unten, die ganze Array-Magie findet jetzt hier statt. Wir haben hier einen Contract, der verlangt, dass was auch immer da reinkommt, eine Sequence sein soll. Das ist ein Python-Konstrukt
im Sinne der Python Programming Language ist eine Sequence, was auch immer eine getItem-Funktion und eine len-Funktion hat. Also Listen, Tuple, Dictionary, Strings, NumPyArrays. Und was keine Sequences sind, sind zum Beispiel Integers, Floats, Bools und so weiter. So, ja, also etwas erlaubt mir, auf seine Einträge zuzugreifen und es kennt seine eigene Länge, dann ist es im Python-Sinne eine Sequence. HasShape leitet dann von a Sequence ab, also etwas muss eine Sequence sein und muss als Attribut ein Shape kennen. Und dieses Shape muss selbst wieder eine Sequence sein. Dann erfüllt es den HasShape-Vertrag. Und davon kommen wir jetzt zum Offshape. Offshape kennt eine umständliche Initialisierung und hier findet dann die eigentliche vertragliche Überprüfung statt. Und machen wir hier HasShape. Und jetzt leitet Offshape sich nicht direkt von HasShape ab, aber das ist eine der ersten Checks, die auf Object ausgeführt werden. Aber gucken wir uns vorher die Init an. Die Init ist dafür da, sich eine Shape Description zu holen. Eine Shape Description ist eine Sequence. Also etwas, das hier oben den Contract isSequence erfüllen muss. Also ein Shape muss eine Sequence sein. Und die Einträge müssen nicht negative Integers sein oder Strings. Und im Wesentlichen, das war's in Bezug auf die Shape Description. Und dann haben wir hier noch die Memory. Die wird dann hier auch noch intern abgelegt. Es wird einmal eine Reset-Function aufgerufen, die, falls keine Memory von außen gegeben wurde, einfach eine neue leere Memory erzeugt, beziehungsweise die Memory, die reingekommen ist, erstmal cleared. Clear ist fast so, als würde ich ein neues leeres Dictionary erzeugen. Nur, dass dabei eben kein neues Dictionary erzeugt wird, sondern das alte wird behalten und alle Einträge werden gelöscht. So, ansonsten der Contracted Shape, was macht der? Er prüft, dass was auch immer reinkommt, überhaupt den HasShape-Vertrag erfüllt. Also es ist eine Sequenz, es kennt Shape als Attribut und dahinter verbirgt sich auch eine Sequenz und dann geht er durch und prüft, stimmen die Längen, stimmen die Einträge zueinander, stimmen sie anhand der Description und so weiter und so fort. Wird dann hier alles durchgeprüft. Und das ist dann im Grunde auch schon alles. Auch abermals, ihr findet den Code, den ihr hier gerade seht, unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ansonsten ist das alles, was ich in diesem Video euch gerne vorstellen wollte. Auch diese Beispiele sind in demselben Git-Repo mit enthalten. Müsst ihr vielleicht ein bisschen suchen. Hinweis, der Dev-Ordner. Dekommentieren wir hier mal alles ein bisschen. So. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht und ihr das als hilfreich empfindet, erwägt doch gerne ein Abonnement meines Kanals. Liked das Video gern und ich würde auch zu gern mit euch in Interaktion treten. Also, wenn ihr Fragen, Anregungen, Meinungen habt, bitte gerne unten in die Kommentare. Ich werde alles lesen. Ansonsten war es dann und ciao, ciao.